Im Interview mit DLZ Agrarmagazin-Redakteur Norbert Lehmann spricht MU-Geschäftsführer Rainer Sievers über die Gründe für den Erfolg und die Zukunftsaussichten der Milchunion. Ja, wir hatten hier eine sehr gute Rohstoffgrundlage. Wir haben eine Betriebphilosophie, das heißt also, es gibt nur eine Betriebsstätte. Und ich glaube, wir haben uns mit dem Produktsortiment, was wir haben, sehr gut aufgestellt in den letzten 10, 15 Jahren. Insofern glaube ich, dass wir auf die richtige Karte gesetzt haben und das ist letztendlich auch der Erfolg gewesen. Wir sind mit über 1 Milliarde Kilo Milchverarbeitung an einem Standort und sehr stark auf Haarprodukte ausgerichtet, ein gewisses Risiko ausgesetzt. Aber es ist gleichzeitig auch eine Chance. Wir können sehr kostenneutral produzieren bzw. mit sehr geringen Kosten produzieren. Insofern, glaube ich, hält sich das die Waage. In Zukunft setzt die MU verstärkt auf Innovation. Ja, wir werden natürlich über den Tellerrand gucken, welche Möglichkeiten, welche Optionen sich für uns bieten. Auf der anderen Seite werden wir unsere Produktpalette, unser Unternehmen weiter entwickeln. Wir werden Innovationen bringen und wir werden sehen und hoffen, dass wir auch weiterhin eine gute Rohstoffgrundlage hier für dieses Haus haben. Die Seehoferschen Leuchtturmprojekte werden wohlwollend, aber kritisch abgewägt. Naja, also die Strategie ist mit Sicherheit nicht falsch. Ob sie umsetzbar ist, das wird sich zeigen. Also eine flexible Mengensteuerung auf europäisches Niveau gesehen ist sicherlich eine sinnvolle Geschichte. Nur sie muss konzeptionell umsetzbar sein und sie muss auch mit den EU-Richtlinien vereinbart sein. Und da sehe ich im Moment halt große Probleme, dass das aus diesem theoretischen Szenario jemals rauskommt. Und das Unternehmensziel 2008? Ich gehe fest davon aus, dass wir das Jahresergebnis 2007 erreichen werden. Und ich hoffe auch, dass wir da noch eine Schippe drauflegen. Ich glaube, dann ist das angesichts der Rahmenbedingungen, die wir haben, ein für unser Haus ganz gutes Ergebnis.